Hallo Leute, ihr seht wieder RMGTV und heute seht ihr das Unboxing zu der Shakun Fireground. Ja, wie ihr bereits vielleicht im Hintergrund auch sehen könnt, ja, da so, da habe ich auch mal wieder ein neues Review von einem Handy aus China. Dieses Mal ist es ein Lenovo. Da hatten ja auch einige wieder nachgefragt, ob ich mal wieder sowas mache, beziehungsweise wann wieder sowas kommt. Das ist schon in Arbeit, sage ich mal. Aber jetzt erstmal hierzu. Ja, das ist eine Matte, sage ich mal, für die Tastatur und die Maus. Also praktisch einfach nur eine Unterlage und ja, damit halt nichts rutscht, damit das alles bequem ist. Grund dafür war, ja, ich habe einen neuen Schreibtisch bekommen. Der hat halt eine Glasoberfläche. Früher brauchte ich immer gar kein Mauspad. Bei Holz geht das, aber bei Glas unmöglich. Und deshalb habe ich mir das jetzt geholt. Ja, ich mach's gerade schon mal so ein bisschen auf und zieh's schon mal ein bisschen raus. So. Gucken wir uns aber erstmal nochmal die Verpackung an. Was haben wir hier noch drauf? Das ist ja eine Kombi-Unterlage. So sieht die halt aus, wenn man die ausrollt. Für Tastatur und Maus. Das war mir halt wichtig, damit nicht irgendwie Kratzer oder was weiß ich auf das Glas kommen. Äußerst robust und extrem strapazierfähiges Oberflächenmaterial, ja, muss auch sein. Rutschfest vor allem, das finde ich auch sehr wichtig. Ja, auch Gleiteigenschaften für die Maus. Vielleicht wird sich dadurch mein Skill etwas verbessern beim Zocken. Naja, mal schauen. Anti-Rutschnoppen. Damit die Tastatur nicht verrutscht, die da halt auf der Matte dann drauf liegt. Durable Stitch von Neon, keine Ahnung, was das jetzt ist. Geringe Höhe, ja gut, ist halt relativ dünn. Ja, und die Abmessung, das ist jetzt aber nicht weiter so wichtig. Warum ich das gekauft habe, habe ich euch ja schon gesagt. Preislich liegt dieses Teil bei knapp 20 Euro, kostenloser Versand, also kann man sagen 20 Euro mit Versand. Ja, preislich finde ich das okay. Ich roll sie mal kurz aus. Wenn ihr ein Review oder sowas haben wollt, dann sagt mir einfach Bescheid. Aber ich denke, ein langes Review wird das eh nicht werden. Ist halt immerhin nur eine Matte und nichts weiter. Vom Design her gefällt die mir ganz gut. Deshalb habe ich mir die ja auch geholt. Die fand ich so vom Zweck und vom Design her ganz passend. Und ja, was ihr jetzt gerade nicht merken könnt, beziehungsweise riechen könnt, diese Matte stinkt unheimlich. Nach was kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist. Ich habe ja mal gesagt in dem Video, es riecht nach neu. Riecht nach neu. Also, das riecht prinzipiell auch nach neu, aber dieser Neugeruch von der Matte gefällt mir nicht ganz so. Sei euch gesagt, dass ihr euch auf ein wenig Geruch einstellen müsst, wenn ihr euch die Matte denn zulegt. Einen Link packe ich dazu dann auch noch in die Beschreibung, wo ihr das kaufen könnt. Und ja, mich würde es auch freuen, wenn ihr mal meine Facebook-Seite liken würdet. Da schreibe ich immer rein, wenn neue Videos da sind oder so. Ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und ja, das war's soweit mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ja, ciao.